Jetzt aber. Da haben wir die Plasmaprojektile. Hoppla. So, was soll ich jetzt machen? Ich soll einfach nur Ketten kaputt machen, alles klar. Die Dinger sind nervig. Achso, da sind die Giftwolken, alles klar. Na, dann fangen wir einfach mal an, Ketten zu sprengen. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Giftwolken. Ja, ich sag's gerade noch und dann hab ich schon wieder vergessen. Das ist halt extrem nervig, weil hier wirklich überall Gift ist dann, ne? Aber das schaffen wir schon. Ich denke mal, das geht locker flockig von der Hand. Ich kann mich ja schließlich entgiften mit den Molekülen. Ein neues Ding. Sobald eine Sonne von giftigen Substanzen befreit wurde, ist sie eine Weile immun. Sie können mitten in einer Giftwolke eintauchen, um sich ein Molekül zu schnappen und es gleich zu verwenden. Die Atempause genügt, die Wolke unbeschadet zu verlassen. Ich möchte mich am besten gar nicht vergiften lassen. Wie wär's denn damit? Finde ich eine extrem gute Idee. Da bin ich jetzt nicht so unbedingt der Freund von Giften. Ich mach lieber direkt alles kaputt. Und dodge. Warum machen meine Moleküle gerade keinen Schaden mehr? Ah, doch, machen sie. Huch! Überall Gift hier. Verdammt! Lieber nicht. Oh, das macht ein Upgrade da unten. Das möchte ich mir erstmal holen. Gimme! Ah, scheiße. Gerade wo ich es mir schnappen wollte, ist es weg. Was ein Ärger aber auch. Huch! Der Sound. Ich weiß gar nicht so recht, was diese Dinger da machen, die das immer scannen. Vielleicht hätte ich früher mal aufpassen sollen. Naja, ist egal. Ich würde bis zum Ende des Games nicht wissen, was es tut. Oh, nächstes Upgrade. Stufe 6. Huch! Bisschen Damage bekommen. Makrotreffer OP. Ich brauche einen. Okay. Ich konnte zum Glück nicht schießen, sondern habe sie verzehren müssen. Ja, geile Musik. Hoffentlich muss ich sie nicht muten. Noch ein Waffen-Upgrade. Ich habe da schon maximal, oder? Ja, habe ich schon. Das sind nur noch 100 Forschungspunkte. Mein Gott, jetzt konnte ich mich nicht mal muten, um zu niesen. Ich muss voll konzentriert bei der Sache bleiben. Kettenreaktion. Oh mein Gott, so bad. Ich brauche ein grün, gelbes brauche ich noch. Oder grün, dann nehme ich auch.
überall Gift und ich dodge meisterlich. Hat man genug Raum, um sich hier erholen zu können. Guck mal, da haben wir Dings kaputt gemacht. Hacken erfolgreich. Immer noch vergiftet. What the fuck? Warum geht das Gift nicht weg? Ist auch nicht schlecht. Das Gift geht auch nicht weg. Achso, mit linker Maustaste musste man das Gift neutralisieren. Ich habe das Ding immer die ganze Zeit geschossen. Nee, aufgesammelt, als Schild benutzt, so war's. Hätten sie auch deaktivieren können, das als Schild zu benutzen. Was? Ah, ist doch ein bisschen schwerer als ich dachte. Gleich ist der Helix-Schrank fertig. Na, noch nicht ganz. Auch noch nicht ganz, sehr Wahnsinn. Aber jetzt. Auch nicht ganz. Mein Gott. Seid fertig. Sonst sterbe ich hier vielleicht noch. Wahnsinn, jetzt aber. Na, ein bisschen wenig Punkte diesmal. Etwas wenig Punkte. 28. Maria? November. Wo ist der Professor? Mission 17. Ich habe angenommen, dass Sie bereits informiert sind. Professor Dahl ist verschwunden. Niemand konnte ihn finden, seit Sie festgenommen wurden. Vielleicht ist er entführt worden. Das ist möglich, aber mir liegen keine Daten vor, dies zu verifizieren. Es würde sich lohnen, hier nachzuforschen, da der Professor einer der wenigen Menschen ist, der dieses Virus aufhalten kann. Der Erreger hat eine neue Eigenschaft entwickelt. Er bringt Moleküle hervor, die den Schaden beheben, der durch unser Eingreifen verursacht wird. Es wäre fatal, wenn diese Moleküle den Gewebeabschnitt verlassen könnten. Bitte überprüfen Sie das Präparat umgehend. Also jedes Mal die Kette kaputt machen, damit wir, ja, Giftschaden reduziert um 10%, damit die nicht heilen. So, dann nehmen wir gleich mal die Reduktion des Giftschadens. Die Plasmadinger brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Die fliegen mir zu doof, deswegen mache ich die nicht unbedingt, deswegen upgrade ich die nicht unbedingt. So, aber die Xenosplitter können wir doch mitnehmen. Xenosatelliten, die Xenosplitter. Keine Ahnung, wie ich gerade auf Splitter komme. Und den Schild noch ein bisschen upgraden und dann haben wir nur noch 181 Punkte. Gut, also auch nö, oder? Oh, geht ihr mir auf die Eier. Jetzt sind da auch noch extra Schwierigkeiten. Ihr habt doch echt einen Arsch offen. Ich brauche erstmal meine Waffen-Upgrades. Ja, sie können höchstens ein bisschen healen, aber komplett werden sie das Ding auch nicht. Oh shit. Upgraden. Healen meine ich. Das bringt mich schon total durcheinander. Oh shit, Gift. Giftig! Das ist echt eine gute Frage, wo man sich hier verstecken soll vor den ganzen Dingern. Da ist der erste. Ein gelbes also, ja. Dann machen wir dich gelbig. Da haben wir einen gelben. Kaputt. Bleib mal einfach hier unten stehen. Kann nicht schaden, glaube ich mal. Außer, dass sie mich die ganze Zeit beballern. Aber das machen die ja sowieso. Und zur Hälfte ist schon fertig. Ja, wo ist das Blaue hin?
Wo ist Rote? Bin gerade etwas unsicher. Na gut, das ist schon mal weg. Hauptsache, die Dinger komme ich durch. Da haben wir wieder was. Hui, nächster Angriff, glaube ich. Oder war das? Ich glaube, ja. Platzen die? Die platzen auch irgendwann selber. Verdammt. Ist natürlich recht ärgerlich. Nanosplitter. Ja. Resistenz OP. Zwei Kettenreaktionen. Ich hätte gerne mal viele Kettenreaktionen. Boah, die ballern doch instant auf mich. Was geht mit euch falsch? Das finde ich überhaupt nicht cool. Das schon wieder auch nicht. Hälfte Leben habe ich schon verloren, etwa? Ist ja echt nervig. Hier gibt es keine Heal-Dinger oder selten wieder Heal-Dinger. Oder doch, da ist eins. Mein Gott, habe ich schon total übersehen. Ich habe schon wieder meine Ruhe. Der Helix-Strang ist fast fertig. Eieiei. Verschwunden, als ich ihn aufnehmen wollte. Sehr ärgerlich. Und jetzt kommen die Platzen-Dinger auch noch, die immer auf mich raufspringen. Deswegen habe ich Schaden bekommen, weißt du? Jetzt sind Kackdinger, die wieder aufplatzen. So, da haben wir ein blaues. Ich habe ja noch Zeit. Ist ja noch massig Zeit. Bis das da oben ist. Ist wahrscheinlich eh schon das Gen. Ja, war schon klar. Wollte schon sagen, ist wahrscheinlich eh die Mission vorbei. Oh mein Gott, ist das anstrengend. So much Dinge, auf die man sich konzentrieren muss. Aber wir haben es geschafft. Wieder mal. Jetzt kommt Mission Nummer 18. Gute Arbeit, Adam. Die Geschwindigkeit der Kontaminierung wurde gedrosselt. Wenn das Ding so schnell weiter mutiert, kann von Drosselung keine Rede mehr sein. Ich wage ja kaum zu fragen, aber gibt es Neuigkeiten von Professor Dahl? Überhaupt keine. Ich finde es jedoch äußerst bemerkenswert, dass er auf der Beobachtungsliste der Regierung ganz oben steht. Nicht weniger als ich glaube wohl, sind auf der Suche nach ihm. Er ist der Fadenzieher. Ich hatte gehofft, etwas anderes zu hören. Der Erreger hat extrem resistente Nanoteilchen entwickelt. Oh nö. Sie haben eine zersetzende Wirkung, wenn ihr Schutzschild versagt. Okay, also immer den Schutzschild aufrechterhalten, dann sollte man relativ safe sein. So, haben wir ja noch ein paar Schutzschild-Upgrades, Schildkühler und Phase. Nehmen wir das noch wohl. Und die Regeneration 100% schneller, haben wir noch 10.000 Punkte. Und wir aber nicht wirklich mehr viel machen können. Das ist, da haben wir noch was, den Laser, aber den benutze ich ja eh nie. Da haben wir nichts mehr, da auch nichts mehr. Vielleicht noch irgendwo was, 10.000 Punkte habe ich ja noch. Aber anscheinend kann ich ja wirklich gar nichts mehr upgraden. Ich habe